Hallo, mein Name ist Matthias Faber, ich bin der Pressesprecher der Firma Bergamont. Wir sind hier auf der Eurobike 2011 und wollen euch etwas über die 2012er E-Bike-Koalition erzählen. Zu meiner Rechten steht Jörn Verrell, auch aus dem Hause Bergamont. Jörn, ich stelle dich einmal ganz genau vor, was du machst. Ja, hallo, ich bin Jörn Verrell aus der Produktentwicklung bei Firma Bergamont und habe dieses Jahr viel an den E-Bikes mitgearbeitet. Okay. Die Firma Bergamont hat ein E-Bike-Programm ordentlich aufgestockt. Letztes Jahr hatten wir 2 Vagondas. Die haben erstmal einen neuen Namen gekriegt. Wie heißen diese Modelle jetzt? Die Vagonda heißen jetzt bei uns E-Line, und zwar E-Line F. Einfach das F, um das zu unterscheiden, dass F für Frontmotor steht. Jetzt haben wir hier gerade das Modell mit C. Was ist denn hier besonders dran? Ja, hier haben wir unser Topmodell dieses Jahr mit Bosch-Antrieb. Das ist das E-Line CXT, wie das schon vom Modellnamen schlüssig klingt, ist mit einer kompletten XT-Ausstattung. Wir haben hier ein paar ganz besondere Highlights eingefügt, wie zum Beispiel Kurana-Bleche und auch zum Beispiel speziell gelabelte Bergamont-Komponenten, höhenverstellbarer Vorbau, der stufenlos verstellbar ist, und noch ein paar Kleinigkeiten, auf die wir noch gleich kommen wollen. Okay, das sieht ja alles schon mal sehr gut aus, dieser Bosch-Motor an sich. Kannst du dazu kurz was sagen? Also wir versprechen uns zum einen dadurch, dass unser Programm dadurch sinnvoll ergänzt wird, weil wir bis jetzt nur Frontmotorenbereich bedienen konnten. Der Mittelmotor von Bosch ist natürlich auch hervorragend für uns geeignet, für eine sportlichere Variante, die wir auf die Beine stellen wollten. Deswegen haben wir bei unserem CXT auch zum Beispiel eine Stargabel gewählt, im Gegensatz zu dem N360 und dem N8-Rad, was wir noch anbieten. Und der Bosch-Motor ist für uns eigentlich von der Aufstellung her hervorragend geeignet, weil man sowohl Touren, Sport, auch einen Speed-Modus fahren kann und sogar auch einen Sparmodus, den Eco-Modus sozusagen, wo man möglichst lange dann die Kapazitäten vom Akku nutzen kann. Okay, kannst du sonst noch irgendwas Einzelheiten zum Fahrrad sagen? Vielleicht ein bisschen Gewicht oder vielleicht noch einen Preis? Also wir fangen an mit dem E-Line C N8 bei 2099 Euro. Das ist mit einer Nexus N8-Schaltung, mit einer speziellen Software von Bosch, die darauf ausgelegt ist, speziell die Bedürfnisse der Shimano-Namenschaltung zu bedienen. Dann haben wir darüber für 2299 das C360 bzw. N360 mit der Novinci-Nabe von Fallbrux, die eine stufenlose Nabe ist, die sehr gut geeignet ist für den Bosch-Antrieb, weil durch die sehr hohen Drehmomente, die im Anlauf entstehen, diese Nabe perfekt die umsetzen kann und sehr lange wartungsarm laufen wird. Und dann, wie gesagt, für 2499 haben wir das Bosch XT mit einer Stargabel, die wir auch dieses Jahr ganz neu im Programm haben, die natürlich auch, wenn man das Bedürfnis hat, eine Federgabel nachzurüsten, die richtige Einbauhöhe schon hat, sodass man die problemlos eintauschen kann oder umbauen kann. Und hier haben wir allerdings bei dem Modell auf Sportlichkeit gesetzt und haben deswegen auch uns für eine Stargabel entschieden. Ja, jetzt haben wir hier das Somerville N7. Das ist ja auch ein ganz neues Rad bei uns in der Produktpalette. Sag doch einmal ganz kurz was zu diesem Fahrrad. Also bei dem Rad war uns das ganz wichtig, eine besondere Optik zu schaffen, die an unsere Retro-Serie der Somerville schon angelehnt ist. Wir haben hier den Akku extra in einer wunderschönen Ledertasche verpackt, der zum Sattel und zu den Griffen passt. Und das Rad ist dann ausgestattet mit einem 36-Volt-Antrieb, mit einem 9-Ampere-Akku. Und wir haben an dem Modell jetzt dann das neue LED-Display im Bergamont-Design mit einer Anfahrhilfe. Und somit haben wir ein wunderschönes Rad auf die Beine gestellt, was besonders schlicht daherkommt, aber trotzdem den gewohnt kraftvollen Frontmotorantrieb, der sich schon über 2 Jahre bewährt hat, bei Bergamont wieder anbieten können. Also es ist ja wirklich ein sehr schönes Rad geworden, und diese Serie spricht ja wahrscheinlich diese junge, moderne Frau an, die damit durch Stadt wird. Gibt es denn noch irgendwas in unserer E-Bike-Serie, was wir jetzt hier nicht zeigen, aber was irgendwie besonders heraussticht? Für 2012 haben wir auch unsere F-Line-Serie weiter vervollständigt, also die ehemaligen Vagondas sozusagen, haben wir noch verfeinert und haben da jetzt ein F-Line N7, was letztes Jahr zwar auch schon da war, dieses Jahr mit einer noch aggressiveren Ausstattung für 12,99 im Einstiegsbereich, mit einem 250 Watt Motor und einem LED-Display, 7 Ampere Akku. Und wir haben auch das N8, was letztes Jahr als N7 war, verfeinert. Da haben wir jetzt auch einen Freilauf drin, dass wir also sozusagen immer von den besseren Rolleigenschaften profitieren, und haben das ein bisschen verfeinert. Und das N8 ist das N8 Premium mit einer Double-Budded Chromo Stargabel, was auch wieder umgerüstet werden kann bei Bedarf auf Federgabel, auch wieder mit Freilauf, mit einem verbesserten LCD-Display. Und das Vagonda E-Line FN8 Premium wird dieses Jahr wieder 9 Ampere Akku haben, wie man das letztes Jahr schon gewohnt war. Okay, Jörni, das waren ja unglaublich viele Informationen zu unserer tollen E-Bike-Linie. Da hat sich ja eine Menge getan. Letztes Jahr 2 Bikes, jetzt 8. Okay, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Wir wünschen euch eine schöne Zeit. Schaut doch nochmal bei www.bergamont.de oder bei Facebook vorbei, um alle Informationen noch weiter zu verfolgen. Und ich wünsche euch alles Gute und ich sage Tschüss und Goodbye.